Lieber NDR, alles gut? Freunde, und jetzt kommen wir zu einem jungen Mann. Glauben Sie mir, es ist nicht einfach, auf die Straße zu gehen und mit wildfremden Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber wir alle kennen ja die Märchen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und wir alle kämpfen darum, die Menschen aufzuklären. Einen riesengroßen Applaus an Salman aus Afghanistan. Das machen wir in Form eines Interviews, Freunde. Und der junge Mann ist aufgeregt. Und ich bin bei ihm. Und der Inhalt, den wir jetzt rüberbringen werden, der ist unglaublich wichtig. Und ich wette genau einen Euro, dass wir davon in den öffentlich-rechtlichen Medien nichts, aber auch gar nichts lesen werden. Lieber Salman, stell dich mal ganz kurz vor, wie alt bist du, wo kommst du her, wie groß ist deine Familie? Erstmal hallo allerseits, ich freue mich hier zu sein. Ich heiße Salman, bin 17 Jahre alt, bin mit meiner Mutter aus dem Iran, seitdem ich, als ich 8 war, geflüchtet. Letztendlich war ich mit 9 Jahren 2014 in Deutschland. Derzeit lebe ich in Greifswald mit meiner Familie, besuche die 10. Klasse in einem Gymnasium und ja, ich bin ein Leistungsboxer für den Boxclub Greifswald. Liebe Freunde, und seit 9 Jahren ist er in Deutschland. Und unsere ganzen Integrationsmitarbeiter, die vielen gemeinnützigen GmbHs, die vielen Sozialbetreuer, die so viel für die Integration leisten, wenn sie einmal im Monat zur Bank gehen und sich ihre 2.500 Euro abholen. Ja, der Salman, der ist seit 9 Jahren hier, der will für Deutschland boxen, der spricht perfekt Deutsch. Der ist ein absolutes Vorzeige. Männlein, will ich mal in dem Fall noch sagen, für Integration, der spricht perfekt Deutsch. Und es macht Spaß, mit diesem jungen Mann zusammenzuarbeiten. Das war nicht so ganz einfach, mit ihm das auf die Beine zu stellen, Salman. Ihr seid damals geflüchtet. Und jetzt lasst uns mal so ein bisschen ehrlich miteinander umgehen. Rassismus wird uns oft vorgeworfen. Hast du das in dem Fall auch schon erlebt? Ja, auf jeden Fall. Natürlich nicht immer. Ich habe auch schöne Erfahrungen in Deutschland gemacht. Aber natürlich, Rassismus wird immer vorkommen. Das letzte Mal bei mir war das auch vor 3 Wochen bei meiner Nachbarin. Ins Detail will ich gar nicht gehen, aber ja, Rassismus gibt es noch. Okay, sag mal. Hast du deswegen Angst, auf die Straße zu gehen? Nein. Uns wird aber sehr gerne, und das sind die Ja-Sager zum Bürgerbegehren, Greifswald sagt ja, bis jetzt sind es glaube ich 15, die sich da irgendwie durchgerungen haben, ihr Gesicht zu zeigen, die behaupten in jeder Bürgerschaftssitzung, Greifswald müsste ja eigentlich 5 Millionen Flüchtlinge aufnehmen können, aber im nächsten Satz, und das widerspricht sich ja völlig, wir haben das größte Rassismusproblem in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Finde ich widersinnig. Aber was wichtig ist, weil wir immer wieder Flüchtlingsströme produzieren, nicht wir, sondern auf der ganzen Welt. Und ich finde es unglaublich wichtig, dass der Salman den Mut hat. Was glaubst du, Salman? Wer ist denn an diesen Millionen Flüchtlingen auf der Welt wirklich schuld? Wer ist der oder welcher Staat ist dafür verantwortlich, dass es Millionen Tote seit 1990 gibt und Millionen von Menschen ihre Heimat verlassen müssen? Wer ist schuld daran? Ganz klar die USA. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, United States of America. Lieber Salman, was möchtest du mal werden? Ich will natürlich studieren. Ich will hier in Deutschland ein gutes Leben führen.
Wahrscheinlich werde ich auch im Bereich Architektur etwas unternehmen und welche Leute sind da herzlich? Eine Profikarriere machen. Eine Profikarriere als Boxer. Super. Dann hast du heute ganz viele Fans dazu genommen. Danke. Ich glaube dafür gibt es in den nächsten 2 Monaten keine Gefahrenzulage bei NDR. Für diese schöne Sprache. Dankeschön. Danke.